Eins, zwei, drei, vier. Soll ich loslegen? Hören Sie mich? Can you hear me? Ach, da ist wieder so eine Zuschrift. Übrigens, Herbert Roll, CDU, aus Leichlingen. Der wunderbare Herr Roll, Sie haben ein Pensum an Terminen. Hammer, aber Sie sind Gold wert im Amt und bestimmt auch als Vater und Ehemann. Schönes Wochenende. Naja, da müssen Sie andere fragen, aber ich mühe mich. Allein schon wegen Herrn Roll muss die CDU gewinnen. Spitzenmann, weiter, bitte weiter so. Ich finde ihn einfach klasse. Mein Gott, den Mann möchte ich mal kennenlernen. Danke. CDU, ihr wollt Kinder schützen? Wie grotesk. Euer Vorsitzender und etliche andere Versager sind gerade dabei, dafür zu sorgen, dass die Kinder keine Zukunft haben, weil sie dann tot sind. Wahrscheinlich löscht ihr diesen Kommentar wieder, weil ihr die Wahrheit nicht erträgt. Medvedev hat uns gewarnt, es wird böse für uns enden. Ja, da ist aber irgendeiner auf dem falschen Schirm oder hat die Zeitung falsch gelesen, vielleicht vom Kopf herum. Die wollte mal aus dem Wohnzimmer rausgehen, nicht Russia Today lesen, sondern mal gucken, was wirklich los ist. Vielleicht würdest du dann verstehen, dass die Welt leider kompliziert ist. So einfach geht's nicht. Die Jugend von heute taugt eh nicht zum Polizeidienst. Das ist ein Irrtum. Die sind echt da gut für geeignet. Ich habe da ein paar tausend von eingestellt mittlerweile. Top junge Leute. Wieso konnte es mit den Clans überhaupt erst so weit kommen? Schlaue Frage. Weil Jahrzehnte die Rot-Grünen sich nicht drum gekümmert haben. Und selbst jetzt in diesen Tagen sagen sie, wir würden die Menschen stigmatisieren, wenn wir uns drum kümmern. Also Herr Kutschaty will zurück zu Berliner Verhältnissen. Herzlichen Glückwunsch. Die Clans herrschen doch schon seit Ewigkeiten gewisse Städte. Er meint wahrscheinlich beherrschen. Damals hätte die Justiz was unternehmen sollen. Komisch ist auch, dass unsere Volksvertreter immer vor Wahlen über sich hinauswachsen. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Also ich habe zumindest 5 Jahre lang gearbeitet. Und das mit der Justiz in der Vergangenheit stimmt. Übrigens, damals war der Justizminister Kutschaty, der jetzt alles besser weiß. Reul hat bewiesen, dass er der Richtige ist. Selbst die Clans und andere Kriminelle fürchten den Herrn Reul. Die SPD war doch nicht in der Lage. Im Gegenteil, da sind diese Clans und Betrüger erst entstanden. Kluge Mitteilung. Der Mann trifft den Punkt voll. Wofür die Parteien auf einmal stehen, nach der Wahl ist wieder alles vergessen. Same procedure as every year. Nee, Irrtum. Da bin ich aber ganz sicher. Ich habe in den 5 Jahren genau das gemacht, was ich vorher gesagt habe. Ich habe mich darum gekümmert, dass Regeln eingehalten werden. Ich war auf keinem Auge blind. Ich habe Polizei gut ausgestattet. Wir haben dafür gesorgt, dass mehr Polizisten eingestellt werden. Wir haben neue Gesetze gemacht, die nur dazu dienten, Rechtsbrecher zu erwischen. Aber stimmt, wir sind noch lange nicht fertig. Es ist noch wahnsinnig viel zu tun. 5 Jahre waren dann wahrscheinlich doch zu kurz. Also, wenn Sie mir helfen wollen, geben Sie uns noch mal eine Periode, noch mehr Zeit. Hallo, du siehst wirklich wunderschön aus auf dem Foto. Mein Gott, und das nach einer Frau. Jetzt will man aber schnell weitermachen. Ja, da brauche ich ja jetzt mal richtig die Brille, das geht so nicht. Hey Herbert, ich bin auf dein Profil gestoßen und du sahst wirklich sympathisch aus. Ich bin gerade auf der Suche nach 2, 3 Leuten, die 2022 körperlich oder gesundheitlich etwas verändern wollen. Klingt das für dich interessant? Liebe Grüße, Fabi. Hä? Nee, ich will viel verändern, aber körperlich, ja, gesundheitlich will ich besser werden, das stimmt schon. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr auf mich aufpassen. Ich könnte auch noch ein bisschen abnehmen, aber sonst, ich glaube, ich bleibe ein unsportlicher Mensch. Ist halt Wahlkampf, trotzdem finde ich es gut, was er macht. Der Erfolg hält sich zwar in Grenzen, aber Kante zeigen ist wichtig und der Erfolg wird schon kommen. Aber ich glaube, er wird nach der Wahl nichts mehr zu sagen haben. Das hängt ja von Ihnen ab und all den anderen, die eine Stimme haben. Denn am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, notfalls eine Stimme Mehrheit, ob wir eine Mehrheit haben. Und wenn wir eine Mehrheit haben, dann wird der Herbert Reul wieder Innenminister. Also, wenn Sie wollen, dass ich es fortsetze, da gibt es nur eine Lösung. CDU wählen. Wir machen, worauf es ankommt.